Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Hey, das Leute, was geht ab? Wo laufen wir gerade hin, Dennis? Zum TÜV. Ey, ich hab so Schiss, Mann. Wir haben gerade nochmal die letzten Fragen durchgemacht. Ich hab übel reingeschissen. Leute, ich sag's euch. Egal was passiert, ich durchfall. Ich schaff. Ich werde rauskommen und ich werde auf jeden Fall auslassen. Nicht bestanden! Ich könnte so austicken, Alter. Ey, das ist so ein Scheiß. Guck mal, ich mach diese Fragen durch, ja? Zusatzstoff habe ich in den letzten Tagen so übelst viel gelernt, weil ich da letztes Mal reingeschissen habe. Guck nicht so dumm, du Mistgeburt. So, jetzt, Alter, diese verfickten Zusatzdinger, gell? Alles gepaukt, alles richtig gemacht, kein Problem, gell? Ich war mal bei jeder Frage hundertprozentig sicher. Und was kommt jetzt? Genau, der Grundstoff, hammergeil. Vier Fragen, vier abgefuckte Fragen, wo ich mir unsicher war, wo ich gedacht habe, hey, da könnte ich durchfallen. Und ich habe gehofft und gebangt und bin da drin gesessen. Hey, könnte vielleicht nicht reichen, fahr nicht dicht auf, du Mistgeburt, Mann. Können vielleicht nicht reichen und genau die waren natürlich falsch. Das ist wieder klar, Mann. So ein Scheiß. Hey, jetzt darf ich nochmal da hingehen. Zum fünften Mal, Mann. Das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein, Mann. Hey, ich könnte gerade alles auseinandernehmen. Das Andreaskreuz kann echt froh sein, dass ich es nicht gerade komplett auseinandergenommen habe. Wie kann man denn da nochmal durchfallen? Und das Beste ist, ab Oktober kommen neue Fragen. Hey Dennis, ohne Spaß. Das kann doch nicht sein. Du hoffst die ganze Zeit auf diesen Fakt, ja? Machst ihn einmal, verstehst ihn nicht, okay. Zweimal, ja scheiße. Dreimal, bist du blöd. Viermal, du bist eine richtige Missgeburt. Warte, ich werde angerufen. Super, geil. Ich bin jetzt bei Nico. Der muss gerade seine Aggression lassen, weil er zum vierten Mal durch Führerschein durchgefallen ist. Ich habe ihn mental unterstützt, aber hat nichts gebracht, Mama. Lernen jetzt, weil jetzt kommen ja die neuen Fragen, dann lernen wir zusammen schön. Ab Montag. Jo, geil, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich denke auch, schaffst du. Danke, ciao. Jo, da ist unsere Bahn, geil! Ciao. Also Leute, das kann... Wirklich, das kann nicht in der Nähe ernst sein. Ich bin jetzt ein bisschen runtergekommen, aber... Wenn ich mir einfach überlege, dass ich da... Ich muss da nochmal hingehen. Stell dir das mal vor, ihr kommt da fünfmal hin, Alter. Und dann kommen da auch wieder neue Fragen. Ey, das kann einfach nicht sein. Das ist doch ein Abfuck. Und dann immer solche Scheißfragen, Mann. Immer der letzte Rotz. Die Fragen, nee, wir machen jetzt nicht die Fragen, die eigentlich voll nützlich sind und voll logisch. Nee, komm, dann nehmen wir mal ein paar Scheißfragen für den Mongo. Jo, danke, gell? Geh weiter. So ein Scheiß, ey. Könnt so kosten bei dieser verfickten Führerschein. Und wenn die jetzt, ich sag's euch, wenn die jetzt einen komplett neuen Bogen mit komplett 909 Fragen bringen, Ende. Dann ist bei mir Ende. YOLO. Ja, YOLO, YOLO. Fick dich. Das war ein Scheiße. Ey Mann, Alter, ey Mann. Guck mal, alle kommen jetzt wieder hier. Und Nico, hast du bestanden? Nö, hab nicht bestanden. Morgen in die Fahrschule, gib mir deine Zigarette weg. Nö, hab nicht bestanden. Geil, morgen in die Fahrschule. Prüfung nachbezahlen. Und Nico, wie ist gelaufen? Und dann wieder durchfallen, weil es neue Fragen sind. Ja, genau. So wird es nämlich laufen, Alter. Die Serie wird nie abreißen, ey. Scheiße. Ich empfehle euch eins. Viel zu viel Stress. So ein Scheiß. Lasst es einfach. Ich habe gehört, es gibt keinen Idiotentest mehr. Auch gut. Jo, Leute. Was geht? Sind wieder zu Hause. Bisschen beruhigt habe ich mich jetzt schon. Genau. Ne, Leute. Ich sag's euch mal folgendermaßen. Der Dennis hat euch noch was mitzuteilen. Hä? Was? Was soll ich mitteilen? Du wolltest doch gerade noch was sagen. Was denn? Hast du gerade gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Was laberst du? Hol dir einen Weizen und sei ruhig. Bring ihn! Ich hab gerade gesehen, das Video vom Krieger wurde hochgeladen. Ich begrüße alle meine neuen Abonnenten. Hallo, die neu auf meinen Kanal gekommen sind. Red mal ein bisschen lauter. Die alle auf meinen Kanal gekommen sind. Wenn ihr was wissen wollt zum Rauchen oder euch, wenn ihr ein Problem damit habt, wir geben euch unten einen Link in die Beschreibung, wo wir darüber reden. Ich mit dem Dennis zusammen. Brauche ich da gar nicht drüber auslassen, jetzt irgendwie negativ oder so. Könnt euch das Video angucken und braucht euch nicht weiter zu beschweren. Ah, ich habe euch noch was zu erzählen. Also. Nimmst du ihn auf? Ja. Yeah.
gerade fucking Idiot. Und zwar, die meisten Abonnenten, die ich habe, kommen ja von dir, Nico. Genau. Deswegen wisst ihr auch schon Bescheid. Also, ich denke, die meisten kennen von euch Spreadshirt oder keine Ahnung, was es alles gibt. Und da kann man selbst T-Shirts und so bedrucken und ich mache das ja seit langem. Können Sie ja was erkennen. Das ist ein Dennis, ein Symbol. Das ist mein Logo, nicht Symbol. Symbol. Ja, ich habe so eins zugeschickt bekommen. Hammer, geil, weißt du. Nach der Theorieprüfung erstmal dieses Shirt gesehen, direkt ausgetickt. Und einen Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, und ich habe halt Nico damit angesprochen, hey, wie wäre es, wenn wir so ein Ding machen? Ist ja auch so Sprüche von Nico oder so Bilder, so sein Logo. Warum redest du so gay? Wie soll ich sonst gay? So ein bisschen emotionsreicher. Also. So wie ich nach der Theorieprüfung. Okay. Nein. Und deswegen wollten wir euch sagen, dass wir jetzt ein Projekt starten werden, wo wir auch T-Shirts, also Logos entwerfen, die dann auf die T-Shirts drucken. Genau. Aber dazu kommen noch Videos, oder? Auf jeden Fall, Leute. Nee, die Frage ist vom Dennis ganz einfach jetzt, Leute. Habt ihr Bock auf T-Shirts mit so einem Inscope-Logo? Soll jetzt nicht irgendwie eingebildet klingen oder so. Ich bin übel Fame oder so. Einfach die Frage, habt ihr Bock drauf? So richtig schön mit Inscope 21 was vorne drauf oder irgendwas dergleichen. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt einfach eine Mail an mich. Ich lese. Ihr könnt auch Entwürfe machen. Wenn ihr Photoshop drauf habt, dann könnt ihr das gerne machen. Nee, so Entwürfe auch. Ihr könnt ja... Ja, mit Paint geht auch. Ihr könnt Paint, ihr könnt auf dem Zeichenblock und dann scannen. Paint, und dann scannen nur einen Entwurf, Mann. Und dann könnt ihr das Nico oder mir schicken. Genau. Und dann macht's der Marv. Ja, genau, Marv macht es dann. Marv, du bist jetzt gerade angesprochen. Ja, das war so der Gutgedanke, oder? Genau, so sieht's aus. Und die werden auch nicht so teuer sein. Das ist doch kaputt gegangen, weißt du? Ich will es nicht sagen. Was war? Nix. Genau. Also Leute. Ich würde es dann so machen. Ich würde, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt mir einfach unter das Video einen Kommentar, eine persönliche Nachricht oder ihr könnt das Video auch liken, wenn ihr darauf Bock habt, ja. Dann sehe ich ja die Resonanz. Soll jetzt nicht irgendwie daumengeil klingen oder sowas. Soll einfach eine persönliche Resonanz sein für mich, eine Information, ob ich das machen soll oder nicht. Und dann werden wir das natürlich umsetzen, werde ich mir erstmal ein Logo ausgucken, werde das T-Shirt dann in einem Video tragen und das ein bisschen vorstellen und so. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr da Bock drauf habt, ein paar V-Ausschnitt-T-Shirts zu tragen. Ich kann nicht mehr reden nach dieser Prüfung, Leute. Wenn ich nur dran denke. Ich kann nicht gerade in die Prüfung umhauen, ne? Jetzt kommst du rein, so, ne? Servus, Nico. Du wolltest von dem Ding ablenken. Du wolltest von der Theorieprüfung ablenken. Kann ich, ey. Ich muss da die ganze Zeit dran denken. Es ist einfach anormal. Anormal. Hör auf damit. Ich krieg schon Tränensäcke und Pickel. Ja, ich sehe echt übel aus, ey. Macht mich alles komplett fertig, Leute. Komm, geh weiter. Geh wieder zurück. So. Geh weiter. Geh weiter. Leute. Ganz ehrlich. Nee. Nee. Nächste Theorie prüfen. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das schaffen. Egal, was passiert. Alter, so sieht man übelst meine verranzte Haut. Was macht denn die ganze Zeit dieses fucking Geräusch? Lauf mal weiter. Der Postbote. Frankie! Ich kann nicht so umschreiben, weil mein Vater ist da drin. Und der... Genau. Genau. Wenn ihr bei der Führerscheinprüfung Theorie bestehen wollt, holt euch Lernomat. Das ist ein gutes Programm, damit schafft ihr es auf jeden Fall. Nicht. Genau. Genau. Jetzt blendet mich auch noch die Sonne. Es ist Gott. Ja, okay. Irgendjemand will nicht, dass ich Auto fahre. Die vom TÜV sind es. Das sind die vom TÜV. Genau. Das sind die vom TÜV. Die wollen das nicht. Die gucken immer, wenn ich mich anmelde. Und dann zoom nicht so nah ran. Ich hab weggezoomt. So. Die gucken immer, dass ich dann die Fragen krieg, die ich nicht kann. Die haben wahrscheinlich ein Überwachungsprogramm für meinen PC. Du sollst auch nicht dieses scheiß Internetprogramm besuchen. Doch, das ist gut. Ja, die stalken dich. Das ist gut. Du.
das war's, das Leben des Gorillas, was noch der Nacht geschafft. Da läuft der Mensch, der ist ja der Frenki-Mensch. Da hat noch ein paar Weizen ausgeliefert, gell? Die ganze Nachbarschaft kennt mich ja. Als allerzeit bekannter Olli. Olli und Frenki zusammen unterwegs, Mensch, das ist immer das Beste, weißt du. Dann stört in der Bar, hier in der Bar, überall, überall eine Weizen bestellt, weißt du, genau. Ja. Ne, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, macht's gut. In diesem Sinne, euer Nico, bis zum nächsten Mal.